Wir sind in den Wald gegangen. Wir haben uns führen lassen und wir haben Bäume abgezeichnet. Und haben die Bäume angesehen und haben uns so bewegt, wie die Bäume sind. Wir haben den Wald in unterschiedlichen Arten beforscht, befragt, in neuen Sichtweisen betrachtet. Und wir haben im Atelier, währenddem der Wald aus dem Winterschlaf erwachte, haben wir experimentiert und mit ganz vielen neuen Materialien und Methoden gearbeitet. Ich bedanke mich bei euch, bei den Kindergartenkindern, bei allen Schülerinnen und Schülern, bei allen Lehrerinnen und Lehrern ganz, ganz, ganz herzlich für diese tolle Zeit. Wir haben uns für dieses Projekt entschieden, da wir teilweise anspruchsvolle Kinder haben. Und wir haben wirklich gesehen, dass sie in der Interaktion wieder etwas zusammengewachsen sind und dass die disziplinarischen Probleme abgenommen haben. Zuerst waren wir sehr oft im Wald, also wir gingen eigentlich jeden Tag in den Wald und auch mal in der Nacht. Wir hatten das Thema Licht mit dieser Klasse bearbeitet und wir wollten mal schauen, ja, wie sich das Licht verändert beim Eindunkeln oder bei der Dämmerung. Haben das beobachtet und auch ein bisschen erklärt und wir hatten ein Feuer gemacht, Kohle gebrannt, um später Zeichnungen damit zu machen. Ja, und wir haben zum Beispiel mit der Bewegung haben wir so geschaut, welche Bewegungen die Bäume machen. Mit ihren Ästen oder mit den Wurzeln haben diese nachgestellt mit unseren Körpern. Also wir wollten eigentlich möglichst viele Sinneserfahrungen einholen im Wald, um sie dann später im Atelier nachzubearbeiten. Im Wald haben wir Schatten abgezeichnet auf Blätter. Und alle zusammen auf ein sehr großes Blatt. Da gab es ein paar kleine Probleme, aber es war trotzdem sehr cool. Mir hat wirklich gefallen, so mit Leuchtstiften in Dunklen zu malen, in Schwarzlicht zu malen, weil es ist einfach wie ein Gefühl, wie du bist im Weltall. Und ich fand es spannend, wie die Lichter so geleuchtet haben und so. Immer wenn ich nach Hause gekommen bin, nach diesen zwei Lektionen, dann habe ich ihnen erzählt, was wir gemacht haben und dann haben wir ihnen halt gesagt, dass die Ausstellung jetzt dann kommt. Also die Ausstellung bedeutet für mich eigentlich das große Finale dieses Projektes, weil es zeigt, wie alle diese Fäden, die wir gesponnen haben, in 7 Wochen zusammenkommen und dann zu einem großen Ganzen zusammenfinden, was halt über die Schule hinaus strahlt. Und diese Strahlkraft, all das, was wir hier drinnen vereinen, das zeigt eigentlich die ganze Arbeit der Kinder. Und der Besuch der Kinder in der Ausstellung, das ist ein Erlebnis, das werden sie nie vergessen.